Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Und in dieser Folge werden wir noch ein bisschen weiter die Welt verschönern. Ich habe zwar letzte Folge damit schon angefangen, aber diese Folge geht es noch ein bisschen weiter, weil das natürlich wieder ein bisschen streckt hier. Und was mir gerade auffällt, ist, dass hier zwei Blöcke zu viel sind. So, wir sind gerade bei der XP-Farm. Ich habe ein bisschen XP gefarmt, wie man sieht. Und damit auch meine Werkzeuge ein bisschen repariert. Wir haben jetzt Mending und so, deswegen funktioniert das ja super. Aber ich habe hier auch ein bisschen weiter gebaut, damit das Ganze ein bisschen cooler aussieht. Und ich habe jetzt hier Glas hingemacht. Wir haben jetzt zwar diese doofen Balken dazwischen, aber mit Optifine später ist das dann eine große Fläche und dann wird das hier, denke ich mal, ziemlich nice aussehen. Ich habe hier noch wieder ein Enchanting Table hingebaut, weil es halt einfach praktisch ist, wenn man das nochmal hier macht. Und ich kill die jetzt nochmal schnell und dann hauen wir hier auch schon ab. Und ihr seht schon, das funktioniert richtig gut mit dem Schwert. Und ich glaube, das Schwert lasse ich auch hier. Wir wollen nämlich gleich mal ein neues Schwert verzaubern. Jetzt hätte ich gerne ein Looting-Schwert wieder. So, dafür warten wir nochmal hier ein bisschen XP ab. Schaffen wir es noch auf Level 50? Das ist spannend. Ne, schaffe nicht, super. Ich habe hier noch eine AFK-Kammer hingebaut. Hier sollte man sich eigentlich reinstellen können, ohne dass man irgendwie in Gefahr ist. Aber das ist leider zu weit weg von den Spawnern, deswegen ist sie eigentlich voll unnötig. Aber wir haben was Cooles. Und zwar kann man jetzt diesen Weg hier nach links gehen. Und da ist dann wieder eine Leiter. Wo könnte die nur hinführen? Diese Leiter führt nämlich tatsächlich endlich in unser Lager. Das habe ich ja am Anfang, als wir das Lager gebaut haben, schon gesagt, dass das irgendwann kommen wird. Aber es ist irgendwie nie gekommen. Aber jetzt ist es da. Und ich habe hier auch das Lager wieder ein bisschen neu sortiert, eingerichtet und so weiter. Hier ist jetzt wieder alles auf dem neuesten Stand. Und ihr seht schon, ich habe ein paar Sachen im Inventar, denn wir werden gleich was bauen. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen Dirt. So, zack. Und wir brauchen noch Cleanstone. Und ich glaube, ich habe keinen... eigentlich viel ist das nicht. Also nehme ich nochmal Cobblestone, mit dem wir brennen können. So, zack, zack, zack. Und dann nehmen wir das noch mit. Und dann gehen wir nach oben, denn ich habe etwas vor. Und zwar möchte ich ein Pavillon bauen. Das wird ziemlich nice. Und dann machen wir natürlich noch ein bisschen weiter mit dem Geländer quasi. So, ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Ich habe auch noch ein bisschen weiter gebaut, tatsächlich. Und zwar habe ich jetzt den Stall fertig gebaut. Der ist jetzt nicht so spannend, aber das Dach ist eigentlich ganz cool geworden. Geht, wie gesagt, in diese Richtung. Und da oben haben wir dann so Türen. Ich kann mal kurz reinlaufen schnell. Hier ist übrigens jetzt auch alles eingerichtet. So, man kann jetzt hier nämlich so die Türen aufmachen und dann könnte man theoretisch von unten so Heuballen hochbringen und Stroh und so weiter und das dann hier oben einlagern. Und die Schweine und so sind alle glücklich, alle Tiere glücklich, wobei ich noch meine zweite Kuh hier, wie gesagt, herholen muss irgendwann. Und ja, die ganzen Sachen hier habe ich natürlich auch sortiert. Und ansonsten hier, glaube ich, habe ich nichts gemacht. Ich habe hier vorne noch ein paar Steine da untergebaut und ihr seht schon, das sieht viel besser aus mit der Mauer jetzt. Und hier müssen wir die Mauer halt noch weiter bauen. Und da unten habe ich eine kleine Farm für Birken gebaut, nochmal nebenbei, damit wir ein bisschen Holz noch haben. Und hier möchte ich jetzt den Pavillon hinbauen. Und so soll das Ganze hier ein bisschen weiter in diese Richtung gehen. Und dann halt so ein bisschen abstehen halt quasi. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ansonsten, ich glaube, das hier habe ich auch neu gebaut. Diese kleine Ecke hier. Und ansonsten, Laternen habe ich hier. Habe ich noch was gebaut? Ich glaube, ich habe sonst nichts gebaut. Überall halt Laternen getan. Überall, wo es gepasst hat. Und hier vorne machen wir dann später noch einen Grill hin. Mit hier so einer kleinen Sitzecke und so weiter. Ich glaube, das wird alles ziemlich nice aussehen. Und ich überlege halt, wir könnten auch eigentlich... ich habe jetzt nichts mehr hier oben, okay. Die Lianen könnte man sonst hier einmal drumherum machen, das würde, glaube ich, auch cool aussehen. Aber ich denke, wir machen jetzt erstmal hier den Pavillon. Und da vorne ist ein Zombie, wie auch immer der hier hingekommen ist. So, das bedeutet, hier haben wir irgendwo eine Sicherheitslücke, das muss nochmal gefixt werden. Also muss ich da wahrscheinlich einfach ganz viele Fackeln nochmal hinbauen, müssen wir uns merken. So, wir suchen jetzt mal hier ungefähr die Mitte raus. Ich schätze mal, hier ist ungefähr die Mitte von dem, oder? Ah, vielleicht einen weiter hier, ne? Hier vielleicht. Sagen wir mal, hier ist die Mitte so. Da haben wir die Mitte von den beiden. Da war ja noch einer. Okay, wahrscheinlich überleben die hier halt, weil hier überall noch Schatten ist von den Bäumen. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Gut, dass die jetzt auftauchen. Das können wir dann nachher machen. So, und ich würde sagen, wir machen den hier hin, wie gesagt. Und ich gehe mal hier insgesamt so viele Blöcke. Ich überlege mal kurz, passt das, wenn ich den jetzt hier hinbaue? Oder soll ich noch einen weiter gehen? Einen weiter vielleicht noch. So groß sollte das sein. Das müsste eigentlich passen. Ich hoffe, dass es passt, weil das ist schon sehr groß hier. So, dann verbinden wir hier mal ein bisschen was. Ich glaube, das ist zu groß. Ja, ich glaube, das ist zu groß. Ich möchte nämlich den Pavillon bauen, den ich auch auf unserem Server gebaut habe. Und deswegen weiß ich ungefähr, wie groß der ist, aber auch nicht so richtig irgendwie so. Wir machen hier erstmal eine Fläche. Ja, das müsste locker reichen. So, und zwar bauen wir den aus Spruce und aus diesem Dark Oak. Und das nehmen wir jetzt hier mal schon mal als... Oder nehme ich das nicht? Ich nehme, glaube ich, das hier als Boden. So, davon craften wir uns mal ein bisschen was so. Und zwar machen wir den... man könnte ihn hier schon anfangen, würde ich sagen. Dann machen wir hier nämlich erstmal eine 3x3 Grundfläche. Und dann nach links und rechts jeweils nochmal. Drei Blöcke. Ja, okay, das passt ja doch gerade so. Der ist ja doch größer als gedacht. Uiuiui. Dann kommen hier halt
Balken nach oben, hier kommen Balken nach oben. Und das gleiche, wer jetzt gedacht, kommt hier auch nochmal. So, wir haben das ja echt. Ja, es passt ja doch ziemlich gut hierhin tatsächlich, so. Und außenrum möchte ich dann halt ein bisschen dunkles Holz machen. Sieht dann einfach ein bisschen cooler aus. So, einfach so als ja, wie nennt man das, als Umgebung darum. Und jetzt haben wir natürlich auch keine Steine hier, ne, jetzt. Das ist halt das Dumme, wenn man alles in seinem Lager hat, dann muss man halt immer ins Lager laufen. Na, wobei, ich habe doch Steine mitgebracht. Bin ich dumm. Ich bin so dumm. Und wir schmeißen mal hier noch ein bisschen was rein, damit hier ein bisschen was brennen kann, so. Zack, zack, zack. Und dann nehme ich dafür Cleanstone, denke ich mal, oder? Nehme ich da euch. Ja, ja, ja. Doch, wir nehmen Cleanstone dafür. Oder? Ja, doch, wir nehmen ja Cleanstone. Und damit crafte ich jetzt mal ein paar Treppen hier, zack. Jetzt müssen wir uns nämlich überlegen, wie wir das hier hin machen. So, würde ich sagen, machen wir erstmal so. Dann machen wir da oben, nehme ich sowas hier hin. So, das ist dann hier so die das Geländer quasi. Und dann können wir nämlich hier nochmal sowas hin tun. Ah, das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Wir nehmen hier einfach ganz normales Holz. Platzieren dann da noch so ein. Das würde passen, denke ich. Wobei man hier auch einen ganzen Block hin machen könnte vielleicht. Ich glaube, es sieht sogar noch besser aus. So, Leute, wir brauchen ganze Blöcke und wir brauchen Treppen. Und dann kommt hier ein ganzer Block hin und hier kommen Treppen hin. Ich glaube, so rum waren die, oder? Oder? Nee, war. Ja, doch, waren sie. Doch, doch, doch. So. Denn den hier richtig machen und dann Halbsteine noch dahin. Sieht eigentlich echt ganz cool aus. So kann man das auf jeden Fall lassen. Und dann machen wir da unten halt noch Steine und so weiter. Jetzt muss ich nur irgendwie da auf die andere Seite kommen. So, hüpfen wir mal hier rüber. Kommt der dahin, der kommt dahin, der kommt dahin und der kommt hier, die so nach da und perfekt, sind wir fertig. Dann können wir die hier vielleicht nochmal wegmachen und dann hier, wie gesagt, kommen dann Steine hin. Und Fackeln stelle ich da unter. Später dann noch, damit er nicht spawnt. Dann könnte man sonst hier diesen Rahmen noch verbinden. Dann stellen wir hier oben nochmal einen Halbstein drauf. Zack. Dann hätten wir das auch fertig. Ich glaube, das sieht so ganz gut aus. Könnte man da, na, wobei, hier könnte man vielleicht eine Mauer hinstellen. Zack. Ich glaube, das müsste dann gut aussehen. Ja, das sieht doch gut aus. Dann machen wir hier, wie gesagt, Weg dahin. Den hier nochmal weg vielleicht. Oh, aber nicht ganz so wäre. Jetzt müssen wir wieder warten, bis da was Neues, okay. So, und dann kann man hier hin zu dem Pavillon. Das sieht ja schon mal gut aus. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen höher. Und zwar insgesamt noch ein Block und noch zwei Blöcke. So, das Ganze machen wir jetzt auf jeder Seite. Zack, und da oben kommt dann das Dach drauf. Das Dach machen wir wieder aus dunkel und hell. Also die Außenschicht quasi wird dunkel und der Rest dann wird hell. So, würde ich sagen. Mal gucken, wie das aussieht. Zack, zack, zack. Dann bauen wir uns hier erstmal so ein kleines Türmchen. Dann überlege ich, jetzt mache ich den dann noch einen weiter außen, den Außenring quasi, oder ist das zu groß? Ich glaube, ich mache das mal und dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, das bedeutet, wir machen hier drei Blöcke davor, weil man auch von hier ausgehen könnte. Zwei Blöcke. Und dann hier zwei Blöcke. Dann haben wir nämlich hier mal direkt den Vergleich, wie das dann aussieht. Dann können wir uns dafür entscheiden, was wir cooler finden. So, das bedeutet, hier machen wir dann diese andere Variante, die ich mir überlegt habe. 1, 2, 3. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, das hier sieht besser aus. Das bedeutet, hier vor machen wir auch nochmal 3. Zack, zack, zack. Und hier auch. Dann haben wir so ein großes Dach. So einen kleinen Pavillon, aber das denke ich ist cool. Dann können wir, theoretisch können wir das hier sogar noch einen höher bauen. Ich glaube, das sieht sogar noch cooler aus, wenn wir in der Mitte dann immer einen höher haben. Dann machen wir hier, zack, so. Da oben. Hier auch nochmal, denn hier zwischen natürlich auch alles Gucci. Ich glaube, ich muss gleich nochmal runtergehen und mir noch ein paar mehr von den Steinen holen. So, hier oben machen wir das denn so und machen aber keinen extra Stein in der Mitte nach oben. Oder? Ne, ich glaube nicht. So, vielleicht reicht das sogar hier, was wir haben. Dann können wir nämlich hier theoretisch so machen. Ich mache es doch noch einen höher da. So, aber der hier vorne war ein zu viel. So sieht das doch eigentlich ganz cool aus, oder? Mach ich hier, mach ich so. Sieht das noch besser aus? Ne, es sieht jetzt schlechter aus, würde ich sagen. Machen wir die hier nochmal weg. Und vielleicht die hier doch nochmal weg. Mal gucken, wie es dann aussieht. Und oben machen wir nochmal ein Loch rein, da kommt nämlich ein Lagerfeuer hin. Ich würde sagen, so kann man es lassen. Ja, doch, so kann man es lassen. Und jetzt ist halt die Frage, machen wir diesen Block hier weg oder machen wir da einfach so einen? Ach nee, das geht gar nicht. Ja, dann machen wir den Block weg. Den hier bauen wir nochmal ab überall. Wir stellen da halt so einen schwarzen hin, damit diese Outline, die Kontur nochmal richtig gut zur Geltung kommt. Dann platzieren wir da überall nochmal Blöcke. Dahin, dahin, dahin. Und dann könnte man da oben, könnte man jetzt theoretisch so dunkle Treppen hinmachen. Das sieht dann so aus, als würde sich da oben Ruß absetzen oder sowas.
Hier kommt dann wie gesagt ein Lagerfeuer hin, was nach oben brennt. Und dann machen wir noch ein paar Sitzmöglichkeiten dahin. Zack. Und vielleicht nochmal halb, Dingsbrück, nicht Halbstände, sondern diese hier. Faltchen drumherum. Könnte man auch nochmal machen. Dann haben wir hier so eine Feuertonne in der Mitte. Ist klar, das ist, glaube ich, richtig cool, oder? Dann machen wir hier drumherum. Na, wobei hier könnte man vielleicht so ein bisschen Ausblick haben. So, das bedeutet, ich mache mal hier und da. Und hier und da. Wobei hier vielleicht dann noch einen weiter. Und jetzt bräuchte ich noch Schilder vielleicht, damit wir so Armlehnen damit machen können. So, machen wir mal eben so. Dann hier machen wir so. Und dann zack, zack, zack. Ja, wobei, das reicht, glaube ich, gar nicht. Reichen drei. Eins, zwei. Okay, einen bräuchten wir noch mehr. Das ist jetzt doof, ne? Oder ich mache den hier noch weg. Scheiß mal auf den Sitzplatz. So, dann können wir hier lieber noch irgendwas anderes hinstellen. Vielleicht einen kleinen Tisch oder sowas. Hier so aus Stein. Sieht, glaube ich, auch ganz nett aus. Haben wir noch so einen Steintisch und da oben drauf kommt noch eine Fackel oder sowas. Dann passt das schon. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wobei man da oben vielleicht tatsächlich nochmal dunkle Falltüren gegen platzieren könnte. Mal gucken, wie das dann aussieht. Also hier oben. Leute, wir stellen uns mal hier so ungefähr in die Mitte. Wir ziehen die dann nochmal außen rum. Ich glaube, es sieht noch cooler aus. Ja doch, ich bin zufrieden damit. Sieht ein bisschen sehr dunkel aus, oder? Der Tisch passt hier auch nicht so richtig hin. Ich lasse den Tisch einfach weg. Hier kommt irgendwas hin, da machen wir... Irgendwas fällt uns schon noch ein. Aber ich denke, so kann man den erstmal lassen. Man könnte sogar noch hier theoretisch, wenn man möchte, noch so ein paar Knöpfe gegen platzieren. Mach ich jetzt auch nochmal schnell so außen immer dagegen. Dagegen. Und dagegen. Und dann noch hier vorne gegen. Boah, zack. Und ich denke, so kann man es auf jeden Fall lassen. Sieht schon mal ganz nett aus. Wobei man das Ganze... Oh, ich bin immer so... Könnte das Ganze sogar noch größer bauen. Ich glaube, das sieht sogar noch besser aus. Jetzt müssen wir nur wieder aufs Dach dann. Und ich glaube, ich brauche noch mehr davon. Zack. Ich gehe nochmal aufs Dach. Machen wir das. Wir haben ja Zeit, ne? So, oh, der war zu viel. Der sollte da nicht hin. Sondern hier sollte das so aussehen. Und eigentlich müsste ich dann hier oben nochmal gucken, dass hier oben nichts spawnen kann. Das bedeutet, wir schnappen uns nochmal hier ein paar Knöpfe. Weil auf dieser Ebene könnte wieder was spawnen. Oder gar nicht, auf dieser hier könnte was spawnen. Das wollen wir natürlich nicht. Das bedeutet, wir gehen hier einmal drumherum, platzieren überall Knöpfe. Das sorgt nämlich dafür, weil Viecher können eben halt nicht auf Blöcken spawnen, wo irgendwas draufsteht. Zum Beispiel eben wie Knöpfe oder Fackeln oder sowas. Und dann brauchen wir natürlich noch einen ganzen Haufen Knöpfe für die äußerste Reihe. So, und man könnte jetzt so machen, dass halt die einen Knöpfe so rumgucken und die anderen so rum. Ich glaube, das ist cool. So. Und dann hier vorne, zack, 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 zack. Weil das ist immer super nervig, so auf Dächern halt. Deswegen habe ich da auch ausgeleuchtet. Weil auf Dächern macht man meistens nichts außer Blöcke. Und dann können da halt Viecher draus spawnen. Das ist halt so nervig. Also wirklich, das ist nicht schön. Und ich guck mal, da oben müsste nichts mehr spawnen können. Ich glaube, es sieht gut aus soweit. Man könnte natürlich hier noch eine Fackel hin... Ich habe sogar noch eine Fackel, jawohl. So, perfekt. Und dann machen wir hier noch ein bisschen... noch ein bisschen Reling hin. Dann passt das hier auch. Ich würde sagen, die geht dann so bis hier. Dann machen wir hier so einen Block hin. Hier vielleicht einen ganz normalen, dann hier so einen. Dann Halbsteine habe ich auch noch. Dann ziehen wir da drauf und da drauf. Ja, wobei ich hier drauf nicht vielleicht. Eben könnte man einstellen. Ja, doch, so ist gut. So gefällt mir das. Und jetzt haben wir noch eine Workbench, die können wir sonst tatsächlich hier hinstellen einfach. So, dann sieht das Ganze schon ein bisschen cooler aus. Hier vorne könnte man noch ein paar Blümchen hinstellen, aber ich habe gerade keine, glaube ich, ne. Ich habe hier noch ein bisschen Spruce. Blätter, die könnte man hier vielleicht so als Busch hinstellen. Und ich habe leider keine Fackeln mehr, aber wir haben ja drin noch ein bisschen Kohle. Dann leuchten wir nämlich da vorne nochmal drumrum aus, damit hier, wie gesagt, keine Viecher spawnen. Oder halt zumindest nicht so in der Nähe, dass sie halt direkt bei uns ankommen. So, ausgeleuchtet da vorne habe ich jetzt soweit alles. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Grill. Und zwar würde ich sagen, platzieren wir den hier hin und dann machen wir hier vorne so eine kleine Sitzecke. Und hier ist dann wieder so eine Absperrung oder sowas, irgendwie so ein Zaun oder so. Und für den Grill benutze ich Lumenblöcke. Die sehen nämlich eigentlich ziemlich nice aus und kann man dafür auf jeden Fall gut benutzen. Beziehungsweise mache ich dahinter, wo ist meine Axt, zack, oder da unter vielmehr, platziere ich erstmal Lagerfeuer. Das wird nämlich so aussehen, als würde dann eben durch den Block durch, wie nennt man das, Rauch kommen. Und das sorgt dann eben für so einen coolen Effekt und man denkt ja, oh, hier wird wirklich irgendwie was gegrillt oder sowas. Ziemlich nice und drumherum mache ich nochmal so ein bisschen so ein paar andere Blöcke, damit man halt weiß, dass hier oft gegrillt wird. So, mache ich den auch nochmal weg. Den hier vorne können wir auch wegmachen, so. Dann stelle ich da drauf, nämlich die Lumenblöcke. Und ihr seht schon, das sieht halt so aus, als würde da
irgendwie Rauch durchkommt und dann haben wir hier vorne so einen Grillrost und so weiter. Das ist schon mal ziemlich nice. Dann platziere ich links und rechts nochmal so ein Ding, das ist dann so eine Art Tisch, da kommt dann später noch was drauf. Und hinten platziere ich dann nochmal ein paar Falltüren gegen. Und das sieht dann so aus, als könnte man das runterklappen. Ist eigentlich ziemlich nice. Was wir dann noch machen können, ist, wir schnappen uns nochmal hier so einen Button, einen Spruce-Button und platzieren den vielleicht so rum. Das sieht dann so aus, als hätte man da gerade irgendwas, was drauf brennt. Und theoretisch würde ich das Ganze noch ein bisschen weiter dekorieren, allerdings bräuchte ich dafür halt noch ein bisschen Leder, damit wir so ein paar, wie nennt man die Dinger nochmal, hier diese Bilderrahmen halt machen kann. Und da alle meine Kühe ganz weit weg sind, machen wir das später. Was wir dann noch machen, ist hier natürlich erstmal, und ich habe auch kein, oh Junge, ich habe gar nichts, ich muss nochmal ins Lager. Und ja, deswegen die Kühe killen wir dann später nochmal, die sind ja da hinten am Spawn, wo wir diese Mending-Farm quasi haben. Und deswegen dauert das ein bisschen zu lange. Aber wir schnappen uns hier nochmal, oha, was wir hier alles haben, das ist ja richtig gut. Dann können wir nämlich wieder erstmal so einen Zaun bauen, aus Falltüren wieder, und dann machen wir da so eine kleine Sitzecke mit einem Tisch, wo man halt ganz entspannt dann sein gegrilltes Essen essen kann. Also das sieht doch tatsächlich gar nicht so kacke aus. Vielleicht sollen wir da nochmal ein bisschen Weg hin machen, so vielleicht. So, und dann müssen wir uns hierfür noch irgendwas überlegen, was hier hin könnte. Vielleicht irgendwelche Blumen oder sowas, mal gucken. So, und dann machen wir zuerst einmal ein paar Falltüren. So, und das reicht glaube ich noch nicht. So, oh, jetzt habe ich die falschen Blöcke. Zack, das hier könnte reichen. Und zwar wollen wir die hier gegen. Oh, ich kann da eigentlich mal das ganze Zeug hier reinschmeißen, so. Und zwar, oh, jetzt habe ich den Dirt auch weggetan, oder? Super. Wir wollen hier den Zaun gegen machen. Das bedeutet, wir platzieren hier erstmal überall Blöcke. Und dann platzieren wir nämlich einfach die Trapdoors dagegen. Zack, 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 zack. Und dann hier vorne auch. Oh, hoppala. So, dann gehen wir hier wieder hoch und bauen das ganze Zeug wieder ab. Und schon haben wir hier Zäune. Sieht das nicht nice aus? Sieht eigentlich echt ganz cool aus. So, und jetzt haben wir nämlich auch die Möglichkeit, bis hier ran zu bauen. Also wir können jetzt bis hier dran tatsächlich solche Blöcke platzieren. Ey, was ist denn heute los mit mir? Naja, so, und das mache ich auch. Das bedeutet hier zack, zack, zack. Dann haben wir hier wieder Schilder gegen, die dann hier als Lehne quasi fungieren. Und dann machen wir hier zwischen nochmal vielleicht das dunkle Holz. Da kann man nämlich 1, 2, 3, 4, wenn man 4 Stück Holz nimmt, da kann man die nämlich so machen und dann sind so ganze Blöcke, wo halt überall drumherum Rinde ist. Das sieht eigentlich auch immer ziemlich nice aus, finde ich. So gerade auch als Tisch vielleicht. Und da könnte man natürlich jetzt auch noch irgendwelche Sachen raufstellen. Ich habe jetzt allerdings nur nochmal eine Fackel. Ja, ich denke, das sieht schon mal ganz nett aus, auf jeden Fall. Vielleicht platziere ich hiergegen auch nochmal Fackeln. So, dann können wir nämlich die hier wegmachen, glaube ich. Oder ich stelle die hier dahin vielleicht. Ich glaube, so kann man es lassen. Sieht eigentlich ganz nett aus und dann kann man hier halt sitzen. Und hier in der Ecke müsste vielleicht nochmal irgendwas hin, irgendwie Blätter oder sowas. Habe ich noch Blätter? Nö, habe ich nicht, okay. Ja, irgendwas finden wir da schon. So, wobei ich habe noch eine gute Idee, aber dafür brauche ich dann auch wieder Wassereimer. Die haben wir unten, muss ich nochmal nach unten laufen. Das ist, ich dachte eigentlich, ist es cooler, wenn man alles so an einem Ort hat. Und ich meine, der Weg ist auch nicht so weit, aber dass man trotzdem immer runterlaufen muss, schon nervig. So, Wassereimer haben wir da und das ist auch noch eine Laterne. Ich glaube, ich stelle da nämlich lieber eine Laterne hin auf den Tisch, statt einer Fackel. Fackeln sehen immer so aus wie Kerzen. Und ich meine, wer hat denn, wenn er draußen grillt, eine Kerze dabei? Ich glaube, habe ich noch nie gesehen. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, deswegen hauen wir die nochmal weg. Stellen da das Ding hin. So, und dann machen wir hier unten nochmal ein Loch rein, wo Wasser hinkommt. Dann können wir nämlich hier wieder dorthin machen. Und jetzt können wir nämlich hier Zuckerrohr anbauen. Also bedeutet hier und hier und das wird jetzt hochwachsen. Ich kann mal gucken, haben wir hier bei der Farm schon welches, das hochgewachsen ist. Das schnappe ich mir mal. Dann beschleunigen wir das so ein bisschen. Oh, shit. Och. Ich bin aus Versehen gesprungen und ich wollte nicht, dass das Feld kaputt geht. So, es sieht übrigens auch eigentlich ganz cool aus. Das meinte ich halt, wenn man es durcheinander macht, dann sieht es halt sehr viel cooler aus, einfach. Und das ist theoretisch auch besser, dass man nicht so eine Monokultur hat, tatsächlich. So, ja, ansonsten können wir hier eigentlich vielleicht noch Fische reintun. Und hier oben müssen wir uns halt echt überlegen, was hier hinkommt. Ich weiß noch nicht genau. Man könnte hier vielleicht einen Briefkasten oder sowas hinstellen oder so. Aber wer sollte mir hier Briefe schicken? Keine Ahnung. So, was brauchen wir denn noch? Was wollte ich denn noch machen? Wir wollen hier natürlich noch diese Mauer machen, wobei die eher langweilig ist. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal schnell zu den Kühen und hole ein bisschen Leder, damit wir das hier fertig machen können. Und ja, das dauert nur noch kurz ein bisschen. So, ich habe mir jetzt 4 Leder geholt, allerdings von der Farm hier vorne. Hier waren nämlich auch noch ein paar Kühe. Und ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen weitergebaut hier. Ich glaube, ich hatte das auch noch gar nicht gezeigt. Also hier haben wir die Hühner, haben wir jetzt auch so einen kleinen Stall daneben. Die sind auch schon alle groß geworden. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Eisengolems so kaputt sind manchmal.
Liegt das daran, dass sie irgendwie alt werden oder sowas? Oder dass sie schon so viel Schaden bekommen haben und das nicht regenerieren oder so? Ich habe das noch nie gesehen. Also ich spiele schon ewig lange Minecraft, aber das ist entweder neu oder ich hab's noch nie gesehen, weil der hier sieht ja zum Beispiel normal aus. Aber es war mir auch tatsächlich neu, dass so viele Eisengolems in einem Dorf spawnen. Also sie sind ja richtig viele. Und vielleicht können es nur eine bestimmte Anzahl an Eisengolems sein oder so und die anderen gehen dann tot. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, aber ich kann es euch auch nicht erklären so wirklich. Und hier vorne haben wir tatsächlich überall mittlerweile auch schon Leute eingefangen. Ich habe allerdings mit kaum einem davon getradet. Weil ich meine, schaut euch mal diese Preise an für Emeralds. Das ist echt Wucher. Und hier unten sieht man übrigens nochmal den Villager-Spawner. Und zwar, wenn ich jetzt hier unten diese Löcher aufmache, dann fallen sie nämlich Richtung. Also ich habe ja den anderen Spawner, den anderen Villager-Breeder habe ich am Spawn gebaut. Und wenn ich da jetzt die Klappen aufmache, dann schwimmen sie quasi ganz da hinten. Das ist so der einfachste Weg, um die zu transportieren, dachte ich. Und ja, wie gesagt, ich muss hier nochmal ein bisschen tauschen, aber ansonsten habe ich, glaube ich, im Dorf auch nicht mehr so viel gemacht. Außer ein paar Bäume gepflanzt tatsächlich. Und zwar habe ich noch ganz viele Eichenbäume gepflanzt und überall noch ein bisschen Mauer gebaut, damit halt wirklich keiner mehr ausbricht. Wobei ab hier, oh, hier ist ein Skelett drin gespawnt. Wo ist das gespawnt? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, hier alles auszuleuchten. Ah, das ist bestimmt von außen hier reingelaufen. Ja, okay, da muss ich vielleicht dann doch nochmal gucken. Nee, aber wir wollen jetzt eigentlich mit dem Leder ja schnell das andere Ding noch fertig bauen. Ja, dann laufen wir nochmal schnell hier rüber. Vielleicht sollte ich hier drauf auch tatsächlich mal ausleuchten. So, ich mach mal hier auf jeden davon nochmal eine Fackel. Einfach weil hier drauf können ja, glaube ich, auch welche spawnen. Deswegen, das wollen wir ja nicht. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt zumindest. Hier platziere ich auch noch welche hin. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber besser als dass hier Viecher spawnen. So. Wobei, ob das so doof aussieht. Ich gucke mir das gleich mal an von hier hinten. So, und dann brauchen wir nämlich hier nochmal ein paar Sticks. Und zwar haben wir noch dunkles Holz, ja. Weil das dunkle Holz benutze ich sowieso nicht so viel und dann benutze ich lieber das für Sticks als normales Holz. Oder halt dieses Spruce Wood, was ich ja doch hin und wieder mal benutze. So, zack, zack, zack. Dann brauchen wir diese hier. Wir brauchen noch ein bisschen Dings, kommt gleich. Und zwar platzieren wir dann hier gegen jeweils was. Und hier oben drauf auch nochmal. So. Dann können wir hier nämlich so eine Art Griff machen mit den Eisenfalltüren. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Was wir oben noch machen können, ist ein Brot draufstellen. Und zwar nehmen wir dafür mal ein richtiges Brot tatsächlich. Gibt es ja in Minecraft. Krass, ne? Zack, zack, zack. Und dann nehmen wir da einfach nochmal ein rohes Stück Fleisch daneben. Und das sieht dann ganz cool aus. So, und dann hat man hier halt so das. Wobei, ich glaube, ich tausche die nochmal von der Seite her. So. Und zwar mache ich hier das Brot hin. Dann kommt hier das Fleisch hin. Und dann das hier wird dann irgendwann hier hingelegt. Und hier haben wir dann schon eins, was vielleicht durch ist. Und das kann man dann in das Brot tun und dann kann man hier halt seinen Hamburger essen oder sowas. Ich finde das ein ganz cooles Design, sieht ganz süß aus und ich denke, so kann man das hier auf jeden Fall lassen. So, jetzt ist die Frage, zeige ich euch, wie ich die Mauer baue oder ist das zu langweilig? Ist das zu langweilig? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, ob das zu langweilig ist. Ich würde es langweilig finden, glaube ich. Deswegen, aber ist es. Also ich meine, das, was ich jetzt vor allem noch machen müsste, ist einmal diese Mauer hier entlang bauen und dann da vorne halt ja, irgendwie Steine drunter setzen, damit das nicht so in der Luft schwebt und das ist halt beides nicht so spannend. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns noch mal ein bisschen im Dorf um und schauen, was da so abgeht. Ich schmeiß mal erstmal hier mein ganzes Zeug hier oben wieder rein. Das ganze Sortieren hat ja gut angefangen, aber es war doch nicht so praktisch, deswegen. Ah, und verzaubern, wir verzaubern gleich erstmal. Das wollte ich ja die ganze, das, da haben wir ja angefangen in der XP-Farm. Und ich habe gar nicht verzaubert. Weil wir wollen in der nächsten Folge nämlich Endermänner jagen. Und dafür brauchen wir natürlich ein Looting-Schwert, weil wir ja möglichst viele Enderperlen auch haben möchten. Und weil Endermänner sowieso relativ selten sind, brauchen wir natürlich also die höchste Möglichkeit, eben auch an Enderperlen zu kommen, wenn wir mal einen finden. Dementsprechend verzaubern wir jetzt mal. Ich weiß nicht, habe ich hier noch ein Buch, wo irgendwas Cooles drauf. Also Mending haben wir auf jeden Fall und Power, ja, okay, krass. So, wir verzaubern. Bann of Arthropods. Brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Protection 3 ist auch nicht gut, deswegen nehmen wir einfach mal ein Scheißbuch. Sharpness 3. Verzauber ich auch lieber nicht. Was haben wir hier? Protection 3 schon wieder. Ist auch nicht so toll. Efficiency. Und was haben wir auf dem Schwert? Sharpness 3 schon wieder. Ne, also irgendwie haben wir noch nicht so viel Glück. Sharpness 4, das können wir auf jeden Fall mal nehmen. Das ist eigentlich immer ganz gut. So, was haben wir denn hier nochmal? Feather Falling. Auf dem Schwert Knockback 2. Uff, das ist ja alles nicht so toll. Fire Aspect 2 wäre tatsächlich cool. Aber mal gucken, was wir hier kriegen. Nichts so tolles, dann nehmen wir mal Fire Aspect 2 tatsächlich aufs Schwert. Alter, was ist das denn für eine Verzauberung? Oha! Oh.
Was wir hier alles bekommen haben, krass. Okay, wir haben jetzt Unbreaking 3, richtig nice. Looting 3, das wollten wir. Knockback 2, auch nice. Fire Aspect 2 und Smite 4. Das Einzige, was da doof ist, ist Smite, weil Smite ist gut gegen Untote und Endermänner sind halt in Minecraft quasi nicht untote Kreaturen. Das bedeutet, dass Smite müssen wir eigentlich wegkriegen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Smite und Schärfe daneben lege oder andersrum Schärfe und das andere, dann hätten wir sogar Schärfe, also okay. Wir brauchen jetzt nochmal Schärfe 4 am besten, damit wir uns nämlich ein Schärfe 5 OP-Schwert machen können quasi. Leute, wir gucken nochmal, dass wir irgendwie... Oder hatte ich einen Dorfbewohner, der Schärfe 4 verkauft? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Tatsächlich nicht. Looting 2 kriegen wir hier. Haben wir da überhaupt Sweeping Edge drauf? Ne, Sweeping Edge wäre auch noch cool. Ja gut, dann machen wir das hier nicht, sondern wir gucken mal hier. Okay, das gibt auch nichts. Jetzt kriegen wir hier Looting 2 schon wieder. Protection, na okay, ist auch wieder nichts. Machen wir da irgendwas hin, so. Und jetzt... Achso, jetzt brauche ich mehr Lapis. Mehr Lapis Lazuli brauchen wir. So, aber wir kriegen da, glaube ich, auch nichts Gutes Looting 2 wieder. Die ganze Zeit Looting 2 ist komisch, ne? So, mal gucken, ob wir irgendwann Smite... Ach nee, ich habe gerade gehofft, dass es Schärfe ist, aber es war Smite. Okay. Sharpness 4, da haben wir es doch. Sharpness 4, so, jetzt müssen wir Sharpness 4 und Sharpness 4 zusammen craften. So, dann haben wir Sharpness 5, wobei, das ist ziemlich teuer. Ich mache das erstmal anders. Wir machen erstmal dieses Schwert hier mit Sharpness 4, Knockback 2, Unbreaking, Looting. Genau, das haben... Oh. Oh, das war auch krass teuer. Wenn wir das jetzt zusammen machen, kostet das 12. Das bedeutet, wir müssen mehr XP holen. Und wir brauchen ein Mending-Buch da drauf, auf jeden Fall. Weil dann können wir nämlich damit... ja, dann ist das halt unsterblich quasi. Können wir es immer wieder aufladen. Und das ist natürlich auch was ziemlich Nices, wenn ihr mich fragt. Und das Einzige, was wir dann noch drauf machen könnten, wäre halt Sweeping Edge. Das wäre vielleicht auch cool. Weil das macht halt mehr Rundumschaden. Aber es ist, glaube ich, bei Endermännern eh nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal das Dorf an, dann zeige ich euch, was wir da noch vorhaben, oder beziehungsweise zeige ich euch, was wir da halt denn in der nächsten Folge machen, weil ich werde nicht nur Endermänner jagen, weil wie gesagt, diese Mauer, das ist halt langweilig, das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt und es wird halt nicht spannender, und ja, auch hier diese Felsen da unter, die Felsen da unter, das wird auch nicht so spannend, deswegen schauen wir uns jetzt nochmal das Dorf an, gucken, was wir da noch machen können und dann verzauber ich das andere Dingsbums nochmal, damit wir ein richtig krankes Schwert, das war ja richtig heftig, oha, naja. So wählen wir hier noch das Haus, das finde ich übrigens sehr komisch. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich hier oben hinbauen will. Hier oben, das ist ja so der höchste Punkt. Eigentlich müsste ich hier was Besonderes hin. Irgendwie eine Burg oder ein krasser Turm oder zumindest so eine kleine Burg könnte man hier hinbauen vielleicht. Also so ein kleines befestigtes Gebäude, wo halt im Notfall die ganzen Villager hinlaufen vielleicht. Das wäre cool. Ja, also das könnte man da hinmachen. Hier habe ich überlegt, noch so ein paar Netze hinzutun. Weil vielleicht so ein paar Fische drin hängen. Das wäre auch ziemlich cool. Wir haben ja ein paar Fische. Aber so was anderes fällt mir jetzt auch noch nicht ein. Dann haben wir einen Dorfbewohner, der... Oh, der hat doch eine Ausbildung. Ich habe gerade gar nicht erkannt, dass er über eine Ausbildung hat. Der verkauft einfach für ein Emerald, gibt es ja eine Steinhau. Das ist richtig schlecht. So, wir gehen mal hier runter. Das hier soll übrigens ein Schmiedgebäude sein. Die Mine könnten wir noch machen. Und ach, das habe ich noch gar nicht gezeigt. In der Mine, das ist richtig witzig. Ich habe die Mine so ein bisschen gebaut. Hier war ja eigentlich das Loch. Dann habe ich hier noch so ein bisschen ausgeleuchtet. Und hier ist einfach ein Spawner gewesen. Kann ich euch mal zeigen eben. Ich glaube, der war hier oben. Und zwar ist einfach direkt unter dem Dorf hier einfach ein Spawner. Ich glaube, das waren Zombies. Ja, hier ist einfach ein Zombie-Spawner. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, okay. Aber das ist richtig witzig, oder? Also, das ist wirklich genau, wenn ich mich hochbaue, das ist direkt unterm Dorf. Das ist einfach geil. Also, das ist wirklich ein richtig nicer City gewesen. Oder ist es halt immer noch. Wie gesagt, das ist auch in der Beschreibung, falls ihr auf dem spielen wollt. Und, ja nee, das ist cool. Da könnte man bestimmt auch was Cooles draus bauen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Man könnte so ein unterirdisches Gefängnis bauen und dann halt tatsächlich den Spawner dafür benutzen. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir übrigens die beiden, mit denen könnte man eigentlich auf jeden Fall... Wobei, man könnte unten auch eine Farm bauen, einfach nur für Gammelfleisch. Und dann hier das ganze Gammelfleisch tauschen. Das wäre natürlich auch eine richtig gute Möglichkeit. Irgendwie sowas müssen wir machen. Oder man könnte auch ein Gefängnis bauen, wo die automatisch getötet werden. Das wäre auch cool. Naja, sowas können wir hier noch machen. Wir können hier eigentlich noch ein bisschen... Eigentlich muss hier dekoriert werden. Hier müssen noch mehr Bänke hin und so weiter. Also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Dorf schon. Außer natürlich hier oben. Hier geht's dann los. Hier muss natürlich noch irgendwie ein Platz hin. Ich weiß auch echt nicht, was ich hier machen soll. Hier soll irgendwie so ein Partyzeug hin. Also so eine große Tafel, wo alle zusammen essen können. Mit Lagerfeuer, mit einem Grill und sowas alles. Und den Brunnen würde ich auch noch mal ein bisschen anders bauen und so. Und der ist schon wieder. Ich glaube, wenn die durch Feuer laufen, dann gehen sie irgendwann einfach kaputt.
So, und was kann der hier? Achso, der verkauft ja, okay. Ja, da oben habe ich auch noch ein bisschen anders gebaut. Da ist jetzt auch mehr Heu drin und noch so ein paar davon. Und hier oben habe ich auch nochmal so ein Dings gebaut. Und das Pferd muss hier nochmal reingeritten werden. Ja, die Tiere hier könnte man nochmal vermehren. Aber ansonsten ist das hier eigentlich soweit alles fertig. Ich bin echt zufrieden mit dem Dorf. Man könnte hier natürlich noch ein paar Mauerelemente austauschen, dass man hier nochmal andere Mauern hat. Aber ansonsten ist das hier eigentlich ziemlich cool. Was natürlich ein bisschen blöd ist, ist das Feld, weil hier gehen die ganzen äußeren Blöcke immer kaputt, wenn die Villager von außen hier reinspringen. Deswegen ist hier nicht mehr so viel Feld, wie es mal war. Und vielleicht hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr Felder bauen müssen, weil wir haben jetzt nur diese beiden kleinen Felder. Anna ist halt nicht so viel, ne? Wobei man natürlich immer noch bei den Häusern immer solche Plätze hier hat, zum Beispiel. Und hier könnte man natürlich auch einfach ein Feld hinbauen. Also irgendwie sowas werde ich, denke ich, machen in der nächsten Folge. Und halt vor allem die Mine und so weiter. Aber ich finde, das ist auch ziemlich gut geworden. Und ja, hier vorne zum Beispiel, hier könnte man auch einfach so ganz viele. Das ist eigentlich cool, wenn man so ganz viele kleine Felder hat. Ich glaube, das ist cooler als so große. Und wir haben halt noch so viel Fläche, die halt hier auch schon wieder, die einfach noch nicht so richtig benutzt ist. Und dann könnte man da einfach, dass jedes Haus vielleicht so einen kleinen eigenen Garten hat, wo man dann noch was anbauen kann. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier unten nach unten. Dann farm ich noch ein bisschen XP und dann machen wir nochmal unser Schwert richtig gut. Das wird auf jeden Fall ziemlich nice werden. Also, wir sehen uns dann, wenn ich die XP dafür gesammelt habe. So, ich war jetzt fast 10 Minuten AFK und deswegen können wir jetzt mal gucken, wie viel XP man denn hier in 10 Minuten mit zwei Spawnern generieren kann. Wir sind quasi Level 2 und gucken jetzt mal, wie viel wir denn hier schaffen werden. So, es sind auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Spinnen gewesen. Ich finde das tatsächlich ziemlich cool, dass man da durch das Glas so nach unten gucken kann, wie viele Spinnen man denn hier hat. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee gewesen. So, und jetzt sammeln wir hier mal die XP ein. Und wir haben ziemlich genau 15 Level bekommen. Was ziemlich nice ist. Und wow, okay, wo habe ich den jetzt herbekommen? Was mir auffällt, ist, dass diese eine Spinne sich da irgendwie nicht mehr runter bewegt. Das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie gebuggt ist. Aber ich glaube, die 15 Level, die reichen sogar schon, damit wir hier unser Schwert zusammenbauen können. Oder waren das 21 Level? Ich guck mal kurz. Wir haben hier unten, glaube ich, auch Anvils. So, zack. Das würde 36 Level. Ne, dann tauschen wir das noch. Andersrum kostet es nur 12. Warum auch immer. Wenn wir jetzt noch Mending drauf machen, das kostet nochmal 5 Level. Und mein Name kostet dann wahrscheinlich noch 1, das sind 6 Level. Das bedeutet, die lasse ich mal kurz hier. Wir müssen ja noch ein bisschen stehen. Dann haben wir ein richtig krankes Schwert mit Sharpness 5, Knockback 2, Unbreaking 3, Looting 3, Fire Aspect 2 und mit Mending. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlich krankes Teil. Das Einzige, was halt wirklich noch fehlt, wäre halt Sweeping Edge 3. Aber das, denke ich, kriegen wir auch nochmal irgendwie. So, und jetzt müssen wir noch auf Level 6 kommen hier irgendwie. Also die hier nochmal killen. Zack. Dann haben wir schon fast Level 6. Das war ja nicht so schwierig. So, jetzt müssen wir nochmal kurz warten, bis hier nochmal was spawnt. Dann stellen wir uns einfach mal hier hin und gucken zu. Und dann, wollte ich noch was machen in der Folge? Ich glaube nicht, oder? Ach, ist das schön. Ich finde das echt cool, dass man hier steht und dann zuguckt, wie halt die Viecher spawnen. Und dann sieht man so den Weg, den sie hier hingehen. Dann kann man sich hier unten einfach platt machen. So, jetzt haben wir die 6 Level. Ich kann das Ganze zusammen craften und wir nennen das Ganze Eriks Schwert. Und wundervoll. Jetzt haben wir schon mal eine richtig kranke Waffe. Und ich denke, das andere Schwert lassen wir dann mal hier mit dem Sweeping Edge und mit dem Nemesis der Gliederfüßer. Und dann würde ich sagen, das war es eigentlich alles, was ich machen wollte in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. In der nächsten Folge jagen wir dann noch ein bisschen und bauen das Dorf weiter. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag, weiß nicht, Hashtag verschönert in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.